Ja, hallihallo, ihr Lieben. Boah, ich war gefühlte Ewigkeiten weg. Es war einfach zu viel zu tun. Es war der Oberhammer. Aber jetzt ist ja Weihnachten so gut wie vorbei und Pakete sind auch so gut wie alle versandt. Ich hoffe, alles kommt rechtzeitig. Und endlich habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit für euch, ein paar Videos zu machen. Und heute will ich mit euch anfangen mit einem Haul. Ich war in Köln, weil ich mein Bild abgeholt habe. Da werde ich euch sicherlich auch noch mal irgendwie was bloggen auf fragdiegurus.de oder ja, wie auch immer. Und dann bin ich zum Douglas gegangen, wo ein Mac-Counter ist. Richtig süß finde ich immer, wenn ich die Hauls der anderen gucke. Die so, oh, das böse Mac hat mich gezwungen. Bei mir hat mich die XK-Renina, also die Reni, gezwungen, weil sie unbedingt, unbedingt, unbedingt aus der neuen Lovelace-Kollektion einen Lidschatten haben wollte, den es in ihrer Stadt nicht mehr gab. Und Reni, was soll ich sagen? Da haben wir das gute Stück. Die Kollektion, über die wir sprechen, das ist die Lovelace-Kollektion. Total seltsam, irgendwie schon seit dem 14. im Handel, laut Magi oder so ähnlich. Aber noch nicht bei Douglas Online oder Mac Online. Deswegen war das irgendwie alles ein bisschen komisch. Und als ich die ersten Pressefotos gesehen habe, habe ich gedacht, muss man hier gerade den Lidschatten aus seiner Umverpackung befreien, dass ich euch den etwas genauer zeigen kann. Als ich die Pressefotos gesehen habe, habe ich gedacht, ach ja, mal wieder so eine Kollektion, bla bla bla. Und so sieht er aus, Hypnotizing, ein Frost Finish. Vor allem, ihr müsst euch mal die Pressefotos angucken. Total lila sieht das da aus. Also das ist halt ein richtig schöner silberlila Ton. Ich kann euch den leider nicht swatchen, weil der gehört Reni und ich will ihn nicht entjungfern. Also Reni, wenn du das hier siehst, habe ich ihn dir bestimmt schon geschickt. Also mich persönlich hat die Kollektion jetzt nicht so angesprochen, von den Pressefotos her. Als ich dann aber diesen Lidschatten für die Reni gekauft habe, bin ich sozusagen doch schwach geworden und habe mir drei Sachen gekauft. Zum einen die Cold Power Eye Pencil. Einige von euch kennen ja vielleicht schon den Feline, der ist ja nahezu legendär. Dieses schwarze, ganz weiche Ding. Naja, und den gab es eben jetzt noch in zwei anderen Farben. Und da musste ich einfach zuschlagen. Und zwar aus dem Grund, ich habe ein neues Alltags-Make-up. Da werde ich euch auch noch ein Video zu machen. Aber jetzt, wo das alles so schnell gehen musste, die letzten 2, 3 Wochen, habe ich ein Alltags-Make-up entwickelt, nur aus Kajalstiften. Und ich habe zwar die von Urban Decay. Und ich habe auch einen sehr guten von Essence. Also da werde ich euch nochmal so meine Top 5 Kajal bla 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 machen. Also ihr seht schon, was ich alles machen will. Ich habe Bedarf, neue Videos zu drehen. Und also für mich ist ein Kajal total gut oder es ist mir wichtig bei einem Kajal, wenn er weich und cremig ist und ich ihn gut verarbeiten kann. Und das ist bei diesen hier definitiv der Fall. Ich habe mir also zwei Farben gekauft. Das ist einmal der Sense of Style. So sieht der aus. Ich swatch euch den auch mal. Sehr interessant. Ein Navy-Blau mit schwarzem Unterton. Sieht jetzt sehr schwarz aus. Da könnt ihr das so ein bisschen besser sehen. Das ist jetzt auch das, was ich in meinem Make-up drauf habe. Zusammen mit dem Schwarzen von Essence. Aber wie gesagt, wie ich sowas gemacht habe, das zeige ich euch noch. Also das ist der Sense of Style. Richtig schickes Jeans-Blau-Schwarz. So. Und dann den Raven. Der sieht so aus. Ein sehr schönes, ja, wie soll man das beschreiben? Bordeaux-Rot mit Schwarz. Und eben, was bei denen super, super angenehm ist, ist, dass die eben so schön cremig sind. Die kann man super verarbeiten. Deswegen sind es die beiden geworden.
Und dann hatte ich ja bei der Magi auf dem Blog einen Swatch gesehen von diesem Nagellack, wo sie meinte, ja, müsst ihr mal selber entscheiden, der schimmert irgendwie zwischen Grau, Beige, Flieder, Rosa. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das für eine bescheuerte Farbe? Sowas gibt es ja gar nicht. Und dann habe ich mir den angeguckt und Magi, was soll ich sagen, du hast es perfekt geschrieben. Er sieht jetzt in der Kamera weiß aus, aber ich sage euch, in echt ist es irgendwie total anders. Je nach Licht sieht er wirklich mehr Flieder, mehr Grau, mehr Blau aus. Und dann habe ich der Reni davon erzählt, dass ich mir den gekauft habe. Und sie so, was haben alle für diesen Nagellack? Wieso sind alle so wild darauf? Ich muss mir den nochmal angucken. Und dann rief sie mich an, bevor sie ins Wochenende fuhr. Coco, ich habe mir den Nagellack gekauft. Ja, ich sag, der ist geil, oder? So sieht er aufgetragen aus. Für mich jetzt noch ein wenig zu dezent, wobei dieses totale Nude der Hand, also naja, so, das totale Nude der Hand, das ist schon irgendwie spannend. Aber ich mache euch da gleich noch, im Anschluss nehme ich euch noch ein Nageldesign auf, was mich vor allem von dem Namen der Kollektion inspiriert hat. Also das folgt dann auch bald. Ja, und deswegen ist es halt noch der Nagellack geworden. Also, für mich die drei Sachen, für die Reni das. Ich weiß, dass viele von euch jetzt wieder sagen, mehr kann ich mir nicht leisten. Reni meinte, dass es zu diesem Nagellack wohl einen ähnlichen im P2-Sortiment gibt. Ich habe leider vergessen, wie er heißt. Reni, wenn du es siehst, post es doch mal bitte einfach drunter. Und wie gesagt, wir bemühen uns ja immer, euch wirklich qualitative Sachen zu empfehlen. Gerade bei Kajalstiften finde ich das aber sehr, sehr schwierig. Aber dazu dann mehr im Kajal-Video, würde ich mal sagen. Ja, in diesem Sinne war das erstmal mein Haul für euch und ciao, ciao, eure Coco, bis zum nächsten Video.